Heute soll es um das Thema Retail Arbitrage versus Private Label gehen. Vielleicht hast du von den beiden Geschäftsmodellen schon gehört. Und oft ist es so, dass man entweder das eine oder das andere macht. Teilweise wird es von Händlern auch gemischt. Und ich möchte dir heute einfach mal beide Modelle vorstellen mit einigen Vor- und Nachteilen und einen Vergleich anstellen. Kleiner Hinweis von mir, bitte auch dein eigenes Hirn weiterhin nutzen und deine eigenen Entscheidungen treffen und dich weder von mir noch von jemand sonst beeinflussen lassen, ob das als Geschäftsmodell für dich in Frage kommt. Hier spielt natürlich auch immer eine Rolle, ob du das neben der Arbeit machst, ob du gerade startest, ob du schon dabei bist und viele Faktoren, die da wirklich mit reinspielen. Schau dir das Video bitte ganz bis zum Ende an. Und vielleicht kann ich dir dann sogar noch bei deiner Entscheidung helfen. Ja, die erste Frage ist natürlich, was ist was? Private Label ist einfach, dass ein Private Label Produkt von einem Vertrags- oder Dritthersteller hergestellt und unter dem Markennamen eines Einzelhändlers verkauft wird. Das bedeutet nichts anderes, als dass jemand für dich Waren produziert unter der Marke, die du dir ausgedacht hast. Und nachher, wenn es dann auf dem Marktplatz verkauft wird, sieht es so aus, als wärst du der Produzent, der Hersteller sozusagen von diesen Produkten. Das andere Modell, Retail Arbitrage, da ist es so, unter Retail Arbitrage versteht man den Einkauf von reduzierten Handelswaren im lokalen Supermarkt und den Weiterverkauf zu erhöhten Preisen im Internet. In diesem Fall auf Amazon. So sieht das Ganze dann aus. Man geht in den Supermarkt, kauft reduzierte Ware und verkauft die mit Gewinn online weiter. Das wäre dann das zweite Modell. Hier hast du keine eigene Marke, hier bist du nicht der Hersteller, sondern wirklich ein reiner Händler. Das ist also der größte Unterschied zwischen den beiden Modellen. Der Klassiker Private Label wird zurzeit überall beworben, ist in aller Munde, ist eine sehr, trendige Möglichkeit, im Moment Geld zu verdienen. Funktioniert sehr gut, habe ich selber auch schon ausprobiert. Und wir haben sehr, sehr viele Kunden bei uns in der Agentur, die mit Private Label ihren Lebensunterhalt verdienen. Und daher, der Klassiker. Problem hierbei ist, gerade für Anfänger, ein Startkapital von 5.000 Euro aufwärts ist notwendig. Ich weiß, es gibt viele Videos, die sagen, man kann das auch mit weniger starten. Teilweise ist da von 500 Euro die Rede. Aus meiner persönlichen Erfahrung, und das sind jetzt auch schon einige Jahre, würde ich das niemandem empfehlen, weil einfach zu viele Kosten auf dich zukommen, die du am Anfang nicht weißt. Vielleicht ist es möglich, wenn du 3.000, 4.000 hast und ein bisschen das Ganze geschickt anstellst, dass du dann sagst, okay, ich schaff's auch mit 4.000 Euro, aber wenn jemand zu mir kommt, Philipp, kannst du mir helfen und ich habe 500 Euro, können wir da was machen? Die Antwort ist einfach nein, das ist zu wenig und von daher ist halt der erste Punkt, du brauchst Geld zum Starten. Der zweite Punkt ist, Tausende von Euros sind oft monatelang gebunden. Das heißt, du orderst dein eigenes Produkt und während das in Produktion ist oder auch aus dem Ausland erstmal nach Deutschland kommen muss, während das in der Qualitätskontrolle hängt, während du Planung machst, Designs entwirfst und so weiter und so fort, hast du da teilweise wirklich 4- bis 5-stellige Beträge, die einfach irgendwo in der Luft hängen, an die du nicht drankommst, die da halt eben gebunden sind. Und dann ist es natürlich so, 3 bis 4 Monate Vorlaufzeit sind keine Seltenheit. Oft sprechen wir hier sogar über deutlich, deutlich mehr. Das bedeutet, wir haben hier oft bis zu einem halben Jahr einfach mal Vorlaufzeit von dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich möchte Knoblauchpressen verkaufen, bis das Ding dann tatsächlich im Lager liegt oder auf Amazon verfügbar ist, sprechen wir hier über ein Viertel bis halbes Jahr. Das heißt, du musst sehr, sehr gut planen, du musst die Saisons beachten und wirklich viele andere Dinge. Trends können sich ändern, Preise können sich ändern. Also die Vorlaufzeit, die spielt hier eine ganz, ganz große Rolle und die darf man auf keinen Fall außer Acht lassen.
Dann, wie du vielleicht am Bild schon erkennen kannst, kommen wir zum Thema Lieferkette. Das heißt, im Bereich Private Label ist es häufig so, dass Sachen aus Asien importiert werden. Viele Waren auch aus China, Thailand, Vietnam, teilweise aus der Türkei. Also wirklich Länder, die auch unter Umständen weiter weg sind. Und du musst dir überlegen, hole ich meine Ware per Flugzeug, lasse ich es mit einem Truck kommen, mit der Eisenbahn, mache ich vielleicht Containerversand über ein Schiff. Und diese Lieferkette, die ist einfach sehr anfällig für Fehler. Da können Qualitätsprobleme auftauchen, weil du einfach nicht vor Ort bist. Es kann zeitliche Verzögerungen geben. Ware kann zum Beispiel feucht werden. Verpackungen können beschädigt werden. Und, und. Also da ist wirklich das Potenzial da, dass sich einfach Fehler ins Produkt einschleichen. Dann, das spielt so ein bisschen da mit rein, Import und Herstellung sind einfach kompliziert und teuer. Das heißt, der Versand nach Hause, nach Deutschland, kostet einfach eine Menge Geld. Beim Import müssen verschiedene Richtlinien beachtet werden und es geht dann noch in den Bereich Zoll, Zertifikate. Das alles ist wirklich nicht ganz einfach und von daher hast du wirklich eine lange und steile Lernkurve. Und das ist sehr, sehr intensiv in den ersten Monaten, schwächt dann irgendwann vielleicht ein bisschen ab. Aber der Einstieg ist wirklich nicht zu vergleichen mit anderen Businessmodellen, falls du Nischenwebseiten oder sowas versucht hast. Das hier ist eine ganz, ganz andere Hausnummer und da geht es wirklich ans Eingemachte. Dann ist es so, auch die interkulturelle Kommunikation hat natürlich ihre Tücken. Also zum Beispiel China hat eine komplett andere Kultur. Das bedeutet, wenn du mit jemandem sprichst, dann denkt er vielleicht was anderes als du. Also du fragst ihn, kannst du mir das nach meinen Wünschen produzieren, dieses Produkt? Und er sagt einfach ja. Der sagt aber nicht ja, weil er es wirklich kann, sondern der sagt einfach ja, weil das die Kultur verlangt, weil man in China halt eben nicht so gerne nein sagt. Das alles sind Dinge, die man vielleicht auch gerade am Anfang nicht weiß und die zusätzlich für Schwierigkeiten sorgen. Andere weiche Faktoren sind dann zum Beispiel, dass immer kreative neue Produktionen, also Produktideen erforderlich sind von deiner Seite. Du musst jetzt nicht unbedingt immer direkt irgendwas patentieren lassen oder total neu erfinden. Aber natürlich sollten deine Produkte und Erzeugnisse einfach einen Mehrwert liefern für den Markt. Und ja, das ist auch nicht immer so ganz einfach. Beim ersten Produkt geht das vielleicht noch, beim zweiten auch. Aber ständig neue Ideen zu produzieren, das fordert natürlich auch. Und nicht jede Idee ist auch unbedingt eine gute Idee. Dann ist es so, wir haben das Thema Markenregistrierung. Wenn du unter einer Eigenmarke verkaufst, möchtest du ja nicht, dass dich jeder nachmacht. Du möchtest also vielleicht deinen eigenen Namen oder das Logo auch schützen lassen. Und vorher musst du es natürlich auch erstmal designen lassen. Dann brauchst du ein ganz eigenes Verpackungsdesign. Und auch da sind wieder Kosten mit verbunden. Da sind wir schnell im 3- bis 4-stelligen Bereich für jedes dieser Elemente, wenn du es vernünftig gemacht haben willst. Das heißt, auch hier kommen sowohl Kosten als auch Zeitaufwand auf dich zu und auch hier musst du natürlich wissen, wie mache ich das überhaupt, wo mache ich das, an wen kann ich mich wenden und, und. Also hier nochmal zusätzliche Hürden, die einfach eingebaut sind. Natürlich lässt sich das alles lösen, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt viele Anleitungen auch online. Es gibt sogar kostenlose Anleitungen. Es gibt viele gute Kurse. Aber es muss einem einfach vorher bewusst sein, dass diese Dinge auf einen zukommen. Und so weiter und so fort. Das war natürlich keine abschließende Aufzählung, sondern da sind noch sehr, sehr viele weitere Details einfach, die damit reinspielen. Dann haben wir hier die Alternative. Retail Arbitrage kennt man im Moment vermehrt aus Amerika, kommt in Deutschland jetzt teilweise, aber aktuell, wie gesagt, eher ein Trend aus den USA. Hier hast du halt einen sehr geringeren finanziellen Aufwand zum Starten, weil du wirklich
wie anfangs schon angedeutet, in den Supermarkt gehst und einkaufst. Und da würde ich mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, dieses Modell kannst du vielleicht mit 500 Euro starten, wobei das natürlich auch die absolute Untergrenze ist und ich hier ganz deutlich nochmal sage, empfehlen würde ich es keinem. Auch hier ist natürlich ein etwas höherer Kapitalbetrag durchaus sinnvoll, aber im Vergleich zu Private Label startest du hier erheblich günstiger. Dein Geld ist auch nicht so lange gebunden, weil du einfach direkt in den Verkauf gehst und diese ganze Phase von Transport und Produktion komplett wegfällt. Im Optimalfall hast du dein Geld also schneller zurück. Und du hast keine Vorlaufzeiten, sondern die Ware ist wirklich innerhalb von einer Woche zum Beispiel im Lager. Wenn du einkaufen gehst, bringst das Ganze noch am selben Tag zur Post, dann geht das natürlich ruckzuck und ist wirklich ein ganz anderes Thema auch zeitlich als jetzt im Vergleich mit Private Label. Du hast also wirklich keine Schwierigkeiten mit der Lieferung, weil sogar Amazon dir vorgefertigte Label zum Ausdrucken zur Verfügung stellt. Du kannst es zur Deutschen Post bringen, UPS, DHL und wie sie alle heißen, die holen das auch bei dir zu Hause ab. Also wirklich Push-Button easy, wie man so schön sagt. Der Import fällt komplett weg, weil wir hier über Sachen reden, die wir in Deutschland einfach kaufen. Und die Kommunikation ist natürlich komplett auf Deutsch. Das heißt, diese kulturellen Schwierigkeiten hast du gar nicht. Du musst dich nicht irgendwie mit Skype rumschlagen. Du musst keine chinesischen Messenger kennen, die da irgendwie häufig benutzt werden, sondern du kannst es einfach machen, wie du es gewohnt bist. Und wenn du Preisverhandlungen hast, dann hast du die mit anderen Deutschen, wo du die Kultur kennst, wo du die Sprache kennst und dich einfach deutlich besser zurechtfindest. Dann werden bereits vorhandene Produkte verkauft, keine Kreativität nötig. Du siehst es an dem Bild, das ich hier einfach mal eingefügt habe. Das sind alles Handelswaren. Hier sind jetzt viele Lebensmittel dabei, aber es ist natürlich auch mit jedem anderen Teil, das du im Supermarkt kaufen kannst, ob das jetzt Haushaltswaren sind zum Beispiel oder Geschenkartikel oder. Spielzeug wird gerne genommen. Du musst dir nichts ausdenken, sondern die Marke hat das bereits für dich getan. Du kaufst es günstig ein, verkaufst es teuer. Eigene Marke entfällt komplett. Und damit entfällt natürlich auch die Markenregistrierung. Damit entfallen Kosten für einen Anwalt, für die Eintragung ins Register. Also auch hier wieder einige Punkte, die deutlich einfacher sind, wenn du gerade erst startest. Designs sind nicht erforderlich, weil du kaufst ja deine Produkte mit fertigen Verpackungen. Bedeutet also hier, musst du gar nichts weiter machen, sondern das Ganze ist schon für dich erledigt und du kannst direkt starten. Fazit, ja, also die Frage ist einfach, was möchtest du, wie viel Kapital hast du? Vielleicht machst du dir einfach mal eine Pro- und Kontraliste und überlegst dir, okay, wie viel Geld kann ich reinstecken, wie viel Zeit kann ich reinstecken, wie viel Zeit auch zum Lernen für mich selber kann ich reinstecken und vergleichst die ganzen einzelnen Punkte nochmal, informierst dich nochmal und überlegst dir, okay, was macht hier einfach Sinn, was macht keinen Sinn. Dazu nochmal ein Zitat von Peter Drucker. Wann immer du ein erfolgreiches Geschäft siehst, hat jemand einmal eine mutige Entscheidung getroffen. Damit möchte ich einfach nur sagen, egal was du tust, wichtig ist, dass du eine Entscheidung für dich einfach triffst und dir überlegst, was für dich Sinn machen könnte und was vielleicht einfacher ist. Und nur weil du dich zum Beispiel jetzt für Retail Arbitrage entscheidest, heißt das nicht, dass du nicht irgendwann in der Zukunft Private Label als Modell zum Beispiel noch dazu nehmen könntest. Das bedeutet also, gute Umsätze und Erfolg sind immer möglich. Und skalieren lassen sich beide Modelle mit der richtigen Strategie.
Du musst dich also nicht für schwarz oder weiß entscheiden. Du musst nur einfach endlich anfangen. Und nicht jede Geschäftsidee passt für jeden Unternehmer. Das heißt, Geschäftsideen gibt es wie Sand am Meer. Und deine Aufgabe ist es halt auch als Unternehmer einfach rauszufinden, was möchte ich, was kann ich gut neben der Arbeit machen oder falls du schon selbstständig bist oder Vollzeit selbstständig gehen möchtest, was passt dafür besser? Und ja, jetzt liegt's an dir. Hauptsache, du fängst an. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass du einfach mal ins Tun kommst und nicht hier nur YouTube-Videos schaust und nichts weitermachst. Welches Amazon-Modell bevorzugst du? Würde mich einfach interessieren, schreib mir einen Kommentar oder direkt eine Nachricht an philipp@ammerklick.de, welche weiteren Infos du dir wünschst. Lass mich einfach wissen, ist Retail-Arbitrage zum Beispiel für dich interessant oder sagst du, nee, klingt jetzt alles nicht so doll und dann kann ich auch meine Inhalte hier auf dem Kanal darauf anpassen oder auf meiner Seite. Und ich habe ja eingangs versprochen, dass ich noch ein kleines Angebot für dich habe und da möchte ich einfach nur sagen, du möchtest Unterstützung, dann abonniere den Kanal, beachte die Links hier unter dem Video und mach dir zum Beispiel gerne einen Telefontermin mit mir. Ich kann dich auch beim Start auf Amazon natürlich unterstützen und ich habe auf meinem Blog und im Kanal verschiedene andere Sachen und unter philipp@ammerklick.de erreichst du mich per E-Mail. Wenn du Anfragen hast, wenn du Hilfe brauchst, dann lass es mich einfach wissen. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!